Okay, Parkverwaltung. Übersicht. Die Warteschlange für Boomboat war voll. Diebstahl wurde schon wieder gemeldet. Vielleicht, Personal. Wo haben wir denn da unseren? 600. Ist teuer. Aber ich lasse einfach mal unseren Diensthabenden einfach mal ein bisschen sich fortbilden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Fortbildungen sich mehr lohnen, als weitere Leute einzustellen. Obwohl sie möglicherweise teurer sind. Aber es geht ja um, wie es sich lohnt. Darum geht's ja. Okay, bis hier hinten. Bis da hinten könnte ich in der Theorie den Park weiterführen. Das dauert aber noch eine Weile. Gut. Was haben wir hier? Volle Waggons. Oh nein, Kettmusik. Im KST. KST Beats Remix Style, genau, so ist der. KST Beats. Um mal Werbung für einen anderen YouTuber zu machen, der Musik macht. Und die tatsächlich auch kostenlos anbietet. Okay. Ich könnte hier, glaube ich, eine Theorie einen Eingangspreis zwar verhängen, aber wir verdienen derzeit also ja, ganz gut. Also wir wissen nicht, worüber ich mich beschweren sollte. Okay, Parkverwaltung. Übersicht. Der Boom ist wirklich preiswert. Wirklich preiswert. Der Park ist klasse, ja. Spielen aber auch gerade auch auf einfach. Deswegen vielleicht ist einfach wirklich zu einfach, weil. Irgendwie kommt gerade. Herausforderung abgeschlossen, okay. Was ist die Herausforderung? Aus Achterbahnen haben wir ordentlich Gewinn gezielt. Sehr schön. Okay, und ordentlich Gewinn sowieso. Änderung der Parkbewertung plus 93. Vielleicht. Würde ich diese Welt gar nicht so lange fortführen und dann stattdessen einfach mal ein weiteres Spiel starten, das zwar einfach von höheren Schwierigkeitslevel. Oha, das Teil ist groß. Was ist das hier? So. Ups, daran habe ich nicht gedacht. Nochmal von vorne. Fahrgeschäfte, welches habe ich genommen? Im Ernst, welches hatte ich gerade genommen? Das klingt nett. War es das? Ich meine, das war es auch. Eingang platzieren. So. Ausgang platzieren. So. Und Eingang mit Weg verbinden. Ich glaube nämlich, wenn wir einfach nur. Wir können es uns leisten, einfach immer mehr aufzubauen. Und der einfach immer mehr Geld zu machen. So. Okay, habe ich gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Und öffnen. Ticketpreis haue ich einfach gleich mal hoch. Auf 10 Dollar. Okay, dann sehe ich mir mal so alle anderen Geschäfte an.
Octopus läuft. Achterbahn Nummer 1 läuft auch. So, hier gehen jetzt auch die ersten Leute rein. Bin ich mal gespannt, was für Musik die hier anwenden. Unsere definierte Musik. Was haben wir denn hier alles? Ich nehme einfach mal. So, sollte gehen. Schaltet das auch gleich? Oder warten die noch? Ich gucke mir das einfach mal an. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das Gerät funktioniert, weil ich glaube, dass dann die Fahrradmusik eigentlich ganz gut funktionieren würde. Group NH2 versuchen zu viel zu benutzen. Ja. Solange sie sich nicht darüber beschweren, dass es nicht zu trinken gibt, ist alles in Ordnung. Okay, die kamen auch noch mit rein. Wir laufen ganz langsam gechillt hin. Jetzt rennen wir plötzlich. Warum auch immer. Okay. Okay, ein Dieb wurde geschöpft, wodurch drei Verbrecher aufgeklärt worden sind. Soweit möglich haben die Opfer ihr Geld zu bekommen. Okay. Suppi. Suppi. Gastbedürfnisse, Zufriedenheit, okay. Ach ja, ich habe hier gerade diese Sachen vom Dieb angeguckt, okay. Übersicht. Ist ja so teuer, okay, wie teuer habe ich es gemacht? $10. $9? Jetzt? Okay. Das Warten war schon ziemlich schnell vorbei. Ja. Das mag sein. Okay. 70% des Weges. Okay. Die scheinen sehr schnell befriedigt zu sein. Szenerie. Für einfach mal ein bisschen Natürliches machen. Mal einfach mal. Eine nette kleine Eich. Eine nette kleine. Was für Riesendinger sind das? Eine nette kleine Eiche hier, damit die ein bisschen Schatten haben. So. Haben wir hier so einen Felsen. Ein paar Blumen. Noch mehr Blumen. So. 84%. So. Damit bin ich einfach eigentlich zufrieden. Ich denke, die Gäste sind es auch. Okay. Parkverwaltung. Die Warteschlange bei Boomer war voll. Jupp. Sieht so aus. Dann mache ich Boomboat nochmal teurer. Ich frage mich, ob man auch so ein. Es gibt ja diese Schienenfahrgeschäfte, das ist ja sowas wie dieses hier, aber ich frage mich, ob es auch. Dass man machen kann. Dass man einfach von Punkt A nach Punkt B kommt. Mit einem Schienenfahrgeschäft. Ich meine, wenn man schon einen so großen Park baut, dann wird es doch schon praktisch, das anbieten zu können. So. Was sind gerade so die Nachrichten? Ja, die Gäste finden das da zu lang. Okay, und hier wird es auch immer wieder voller. Und wir sind ja schon bei 7000. Also, gibt es irgendwelche neuen Herausforderungen? Benachbarn die mindestens 5,0 Spaß. Spaß! Okay, Spaß 7,16 kann ich aber nicht leisten. Irgendeine Achterbahn, die ich mir leisten kann. 7000 haben wir gerade.
dir. Die hat auch mindestens 5 Spaß. Das war ja so die Anforderung. Groß ist sie, auf jeden Fall. Was? Wie durchbricht Gelände? Okay, mit umschalten. Ah, okay, so kann ich es ein bisschen höher, etwas tiefer stellen. Okay, Eingang platzieren. So, Eingang, keine Ahnung, hier oder da hin. Eingang mache ich einfach mal hier hin. Ausgang platzieren. Hier hin. Eingang mit Weg verbinden. Das. Wir bräuchten erstmal einen Weg, der da lang geht. Ups, so. So, okay. Später möchte ich ja den Platz hier auch ausnutzen. Dann würde ich den Weg einfach dann hier lang ziehen. So, da. Eingang mit Weg verbinden. So. So, Eingang ist mit Weg verbunden und jetzt muss natürlich auch der Ausgang. Hey, was ich einfach schon mal machen kann, ist Test. Und jetzt. Sehr schön. Ah, okay. Es gibt einen Unterschied. Ah, zwischen Zug- und Wagenanzahl gibt es einen. Okay. Kann natürlich nicht bearbeitet werden, während das Geschäft geöffnet ist. Zeitstopp. Testphase. Einstellung Zuganzahl. Kann man eventuell. Aha. Weniger Wagen ergibt mehr Züge. Okay, aber das scheint mir jetzt nicht vom Vorteil zu sein. Okay, 8 scheint mir die perfekte Zahl zu sein. Okay, Test starten. Und Zeit fortsetzen. Ah, die Schlange hat sich einfach aufgelöst direkt. Okay. Wir sind im Minus. Das ist aber okay. Ich glaube, das Geld kommt recht schnell auch wieder rein. Ja, überall sind noch Schlangen. Haben die jetzt alle gerade ihr Geld zurückgezahlt bekommen? Vielleicht haben wir deswegen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Fahrgeschäft testen. Der Test ist also noch gar nicht fertig. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben. Nice, okay. Herausforderung ist damit bestanden und die Achterbahn geöffnet. Belohnung einfordern. So, die Bestellung wurde gemeldet.
Informationen weitergegeben. Sehr schön. Dann frage ich mich, ob sich jetzt hier die Spaßwerte erhöht haben. Jetzt wo... Jetzt nicht groß, aber so ein bisschen schon. Okay, geöffnet. Oh, das ist neu. Das heißt, da fahren die jetzt erstmal vorher drauf ab. Das heißt, ich kann, glaube ich, den Preis ein bisschen nochmal erhöhen. Okay, und natürlich kann ich hier so ein bisschen die Atmosphäre wieder bearbeiten. Plus 194, okay, die Parkbewertung hat sehr, sehr viel besser geworden. Okay, einige Mitarbeiter haben zu wenig Arbeit. Das ist nicht das größte Problem. Ja, schön. Warteschlange beim Boomboot war voll. Das wäre mal die Beschwerde. Da mache ich Boomboot einfach wieder einen Dollar teurer. Glücklich darüber? Okay. Das hier scheint mir alles sehr nach im Western-Stil zu sein. Laden- und Servicegebäude. Ein Indisch-Stand. Ein Indisch-Stand. Oder eine Toilette. Eine Toilette habe ich auch lange nicht mehr gebaut. Eine schlichte Sci-Fi-Toilette. So, testen. 14% nur. Szeneriebewertung. Okay, dann mache ich mal ein Imbissstand im Western-Stil. So. 35% hat es jetzt besser gemacht. Zu viel Musik am Pit von allen Seiten. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Egal. Szenerie. Kannst du einfach noch einer der ganzen Themen irgendwie sortieren? Ach, da alle. Tatsache. Da habt ihr eine Pistole da rumliegen. Eine rustikale Western-Mülltonne. Weil, warum nicht? So. Ja, warum nicht? Eine Western-Picknickbank. Einen Cowboy haben wir mit Sicherheit auch irgendwo. Ein untätiger Cowboy. Ja, taucht er jetzt ein bisschen rum. Ein Schneemann. Okay, wenn man Schneemann baut, könnte man den aufsetzen oder wie? 56%. Cowboy. So, was gibt es irgendwelche typisch Western-Bäume? So ein Dingensstrauch, so ein Steppen-irgendwas-Ding. So ein Steppenläufer wäre natürlich passend. Bio. Was ist. Egal, keine Ahnung. Dampfschaufelbasis. So. Sieben. Ach, leck mich doch. Was gibt es noch? Weitere Filter? Ah. Sensenerie. Okay, das war's natürlich mal einiges einfacher. Märchenfestlich Sci-Fi.
Eigenschaft. Kann ausgelöst werden. Anpassbarer Text. Hauptspiel. Oh. Okay. Naturregion. Wüste. Ach, jetzt sind beide Sachen auf einmal drin, ne? Graslandschaft.